Wenn man so eine Art Powerlanding machen will, dann muss man den Helikopter aus der vollen Fahrt heraus auf der einen Seite kippen, und zwar nicht zu sehr. Ja. Welche Richtung ist eigentlich egal, könnte auch in die Richtung kippen, ist egal, aber nicht zu sehr, dann, sonst verliert er nämlich seine Tragfähigkeit. Gleichzeitig müsste ihn bremsen, aber nicht so stark, dass er negativ wird. Und gleichzeitig müsste sozusagen den Sinkflug, also die Rotorenergie rausnehmen, also einfach runter. Ja. Und das versuchen wir jetzt nochmal, und zwar in Kombinationen. Ganz zum Schluss müsste auf die Geschwindigkeit oben achten. Er darf nicht negativ werden in der Geschwindigkeit, und er sollte möglichst sagen, im Bereich von 30, 40 sein. Dann X-Taste drücken und alles loslassen, und aber den Sinkflug weitermachen. So. Also jetzt machen wir da mal Sinkflug rechts, kippen, Nase rauf, nicht zu sehr kippen, Nase nicht zu sehr rauf, weiter rum, nicht aufpassen, dass der nicht wieder runterkommt vorne. Also und jetzt X-Taste drücken und weiter sinken. Weiter sinken, nicht zu sehr sinken und landen. So, das mit der Powerlandung noch mal versuchen. Und zwar, ja, das ist reichlich mit Übung versehen. Man stirbt 100 Mal, aber irgendwann hat man den Bogen raus. Und zwar versuchen wir jetzt mal, also sagen wir relativ punktgenau, wobei das mit dem Punktgenau natürlich relativ ist, da hinten den ersten größeren Punkt anzuvisieren. Mit großer Geschwindigkeit Y, wenn wir drüber sind, Y, rechts knicken, Nase rauf. Nicht zu sehr rechts knicken, nicht zu sehr die Nase rauf. Weiter oben halten die Nasen, weiter oben halten die Nase, weiter oben halten und X. Und weiter runter, weiter runter, weiter runter. Nicht zu sehr runter, nicht zu schnell runter. Und landen. So. Jetzt schauen wir uns mal um. Naja, wir sind natürlich etwas davon abgekommen, ist klar. Aber diese Art von Landung ist relativ schnell. Und wenn man den Abstand weiß, von hier bis da hinten zu dem Fleck, dann kann man natürlich entsprechend die Landung vorher programmieren. Ja? Das ist eine Frage der Übung, und ja, da wünsche ich euch viel Spaß mit. Solltet ihr es im Singleplayer versuchen, also in dem Editor, solange bis ihr es einigermaßen sicher beherrscht, denn Hubschrauber sind im Spiel, im Multiplayer natürlich toll. Jo, wenn ihr dieses Video gut gefunden habt, dann solltet ihr es liken und natürlich den Kanal abonnieren, wenn ihr das nicht schon habt. Denn da kommen also noch sehr, sehr viel mehr Sachen, nicht nur Arma 3 und Arctis Live, sondern auch andere Themen. Schaut euch um im Kanal, da gibt es schon ganz viel, von Waffen über Minecraft bis sonst wohin. Wir sehen uns in einem der nächsten oder vorherigen Tutorials oder auch mal in den sonstigen Events auf irgendwelchen Servern. Schaut im Wiki nach, da sind die vermerkt. Bis dann mal, ciao, ciao.